Also es ist natürlich eine große Chance, dass mir dadurch auch Dinge angepriesen werden können, dass ich auf Dinge hingewiesen werde. Also ich sage jetzt mal, ich finde es schön, wenn ich meine Traffic-App habe und die weist mich darauf hin, da ist ein Stau vor dir, fahr anders herum. Das ist natürlich was Tolles. Und an manchen Punkten, gebe ich auch ehrlich zu, genieße ich sowas und nutze ich sowas gerne. Aber ich habe natürlich ein etwas unwohles Gefühl dabei, weil ich mich halt frage, wer nützt die dann noch weiter? Und vor allen Dingen auch von dem, was wir auch in unserer Geschichte als Deutschland erlebt haben. Es kann ja auch mal Situationen kommen, wo auch Leute, die die Garten dann gegen mich gebrauchen und missbrauchen und ich halt dann auch ausgenutzt werde. Ich sehe auch die Chancen natürlich und ich sehe auch diese, ja, nicht Vorurteile, es sind wirklich diese Nachteile, die daran sind. Aber ich würde sie einfach nicht so groß einschätzen, wenn wir jetzt wirklich die Möglichkeit haben, sie auszuschalten, was ja noch so ist. Und es ist auch wirklich nicht schwer, wenn man sich wirklich dafür interessiert, es auszuschalten. Und wie gesagt, wenn man sie anhat, dann kann man die Vorteile nutzen. Und deswegen finde ich das eher, dass es eher eine Chance ist und dass es wirklich uns vorwärts bringt, als dass es jetzt zu einer großen staatlichen Überwachung oder nicht staatlich, sondern von Firmen gesteuertes Leben, dass es dazu führt. Das sehe ich eher nicht so. Ja, wobei, also ich habe jetzt aktuell nicht so sehr die Angst, dass also der Staat jetzt kommt und da jetzt genau hinguckt, aber für mich jetzt ist einfach so der Punkt, nimm bestimmte Unternehmen, zum Beispiel Versicherungen. Wenn jetzt also Versicherungen auf dieses Bewegungsprofil von mir zugreifen können und stellen fest, ach, der Herr Zobel ist aber ein schnittiger Autofahrer, wenn ich da mal so sehe, der war also immer recht schnell unterwegs und an Geschwindigkeitsbegrenzungen hält er sich auch nicht unbedingt, dem werden wir jetzt im Unterschied zu anderen bei der nächsten Anpassung bei der Autoversicherung 10% draufhauen. Ja, aber das beruht ja auf der Wahrheit. Wenn du dir jetzt vorstellst, du wärst in Polizeikontrollen gekommen und das hätte die Versicherung mitbekommen, dann wäre es ja das Gleiche passiert, oder? Ja, erstmal zurzeit ist es egal. Also zurzeit gibt es zwischen Polizei und Versicherung noch keine. Aber dann direkt von deinem Handy zur Versicherung. Das ist dann schneller. Nein, ich sage jetzt, wenn also die Möglichkeit, also Google zeichnet das jetzt alles aus. Ne, und man, ich gebe auch zu, ich habe mir nicht alles durchgelesen, was ich da unterschrieben habe, was die mit meinen Daten machen können oder nicht. Und jetzt stelle ich mir halt nur mal vor, die sagen, neue Geschäftsidee, wir verkaufen solche Bewegungsprofile an Autoversicherungen. Und dann wundere ich mich auf einmal, dass ich da höhere Prämien zahlen muss. Mhm. Und da gebe ich dir ehrlich zu, es gibt für mich eine bestimmte Privatheit, wo jeder Mensch, der eine schlägt da ein bisschen über die Stränge, der andere schlägt da ein bisschen über die Stränge. Und ich finde, das ist mein gutes Recht. Dafür bin ich ein freier Mensch und muss mich nicht dem unterordnen. Weil genau das Gleiche kann ich aber bei Krankenversicherungen anfangen. Oder, also ich mache mir jetzt nur mal dieses Feld Versicherungen. Dass man das jetzt nochmal übertragen würde, für irgendwelche Fitness-Software irgendwie, dass jetzt nicht nur wirklich gezeigt wird, wo ich langlaufe, sondern dass dann auch gleichzeitig noch mein Puls und andere Körperfunktionen übertragen werden, dann denke ich schon, dass es da auch größere Risiken gibt oder Nachteile, die auftreten können und dass man da noch aggressiver sozusagen vorgewarnt werden sollte und dass man da mehr darauf hingewiesen werden sollte. Denn wenn man jetzt in einem Schritt diese ganzen körperlichen Funktionen aufzeichnet, dann in einem nächsten sie irgendwie auf einem Profil hochlädt oder sie da einsehbar sind, ich mir dann vorstelle, dass Leute aufgrund ihrer Sportlichkeit sozusagen bewertet werden können von jetzt zum Beispiel zukünftigen Arbeitgebern, dann würde ich mir sagen, dass das ein No-Go ist. Also kein No-Go, es ist schon so, dass ein Arbeitgeber das dann auch in einem Bewerbungsgespräch entscheiden kann, ob er jetzt sozusagen den sportlicheren, fitteren nimmt, aber das sollte einfach kein Auswählkriterium sein für jetzt Berufe, die wirklich nicht auf dieser Fitness beruhen. Also Fitnessarmbänder und so weiter zeigen für mich einfach genau diese Ambivalenz. Weil ich denke natürlich jetzt da an was ganz anderes. Ich denke daran, jetzt deine Großeltern, meine Eltern werden immer älter und da gibt es natürlich mittlerweile auch schon diesen berühmten Notfallknopf, aber den muss man halt umziehen oder sonst was und da stelle ich mir natürlich schon vor, das ist auch eine große Chance, wenn man jetzt sagen könnte, die hätten jetzt einfach so ein Fitnessarmband und wenn da halt der Puls dann auf einmal anfängt verrückt zu springen, dann wird automatisch irgendein Notfall
also der Hausarzt alarmiert oder sonst was. Also ich kann mir so gerade bei älteren Menschen oder bei Menschen, die eine Risikokrankheit haben, kann ich mir das wieder sehr gut vorstellen. Also da steckt für mich eine große Chance drin. Nur eben, ich sage auch, also genau das Gleiche wie bei dem Auto. Also ich möchte nicht ständig überwacht werden und dass dann auch wieder mir einer nur ständig auf die Finger klopft und sagt, hier, du bist heute 100 Schritte zu wenig gelaufen. Und das führt jetzt also dazu, dass du abgewertet wirst. Also ich bin ein freier Mensch und ja, und gerade wenn das dann noch irgendwie Auswirkungen hat, wieder sind wir wieder beim Thema Versicherung auf meine Krankenkasse, das möchte ich nicht.